EA Pro Productions liest Weihnachtsgeschichten. Heute das Hirtenbüblein von Ludwig Auerbacher. Ein Hirtenbüblein war wegen seiner klugen Einfälle und witzigen Antworten weit und breit bekannt. Von ihm hörte auch eines Tages der Bischof. Der ließ ihn sogleich zu sich kommen, um zu erfahren, ob die Leute wahr geredet. Der Knabe erschien vor dem geistlichen Herrn, das Käpplein in der Hand, züchtig in Gebärden und freundlich von Antlitz. Da sagte der Bischof, er habe von ihm gehört, dass er ein kluger Knabe sei, und er wolle ihm nun zur Probe 3 Fragen vorlegen, und wenn er sie gut beantworte, so solle er für jede Antwort einen Goldgulden haben. Das war dem Büblein recht. Der Bischof sprach: »Zum Ersten sag mir, wie viele Sterne sind am Himmel?« Das Büblein verlangte Tinte, Feder und Papier, denn er hatte fein Schreiben, Lesen und Rechnen gelernt und Religion obendrein. Dann machte er auf das Papier so viele Tüpflein, als er vermochte, und zeigte darauf das Papier dem Bischof und sagte: »So viele Sterne sind's und nicht mehr.« Der Bischof sagte: »Wer wird diese Tüpflein alle zählen?« Das Büblein antwortete: »Die Sterne sind eben auch unzählige.« Mit dieser Antwort war der Bischof zufrieden, und er gab ihm einen Goldgulden. Darauf fuhr er fort: »Zum Zweiten sag mir, wie viel Tropfen sind im Meer?« Das Büblein nahm wiederum einen Bogen Papier und schrieb Zahl an Zahl, soweit das Papier reichte. Das gab er dem Bischof hin und nahm einen anderen Bogen und schrieb wiederum fort. Der Bischof sagte: »Wenn du so fortschreibst, so kommen wir an kein Ende.« Das Büblein antwortete: »Und wenn die Quellen und die Flüsse es so forttreiben, so kommen wir mit dem Zählen der Tropfen auch an kein Ende. Wollt ihr aber machen, dass alle Quellen versiegen und alle Flüsse vertrocknen, so will ich sagen, wie viel Tropfen das Meer hat, anders nicht.« Mit dieser Antwort war der Bischof wiederum zufrieden und gab ihm einen zweiten Goldgulden. Drauf legte er ihm die dritte Frage vor: »Wie viele Blätter gibt's auf allen Bäumen, die in der Welt sind? Aber das musst du im Kopf ausrechnen, anders gilt's nicht.« Das Büblein war nicht verlegen, sondern sagte: »Wenn ihr alle Blätter, die im Herbst abfallen, wollt abziehen von denen, die im Frühjahr darauf wachsen, so wisst ihr's ganz genau.« Der Bischof sagte: »Da bleiben ja keine übrig.« »Ja«, sagte das Büblein, »es sind auch keine Blätter auf den Bäumen im Winter.« Der Bischof musste lachen und gab ihm den dritten Goldgulden. Das Hirtenbüblein bedankte sich. Dann sagte er: »Herr Bischof, erlaubt mir nur noch, dass ich an euch auch eine Frage stellen darf.« Der Bischof erlaubte es ihm und war begierig zu hören. Das Büblein sagte: »Worin gleichen wir beide einander und worin unterscheiden wir uns?« Das erriet der Bischof nicht. Da sagte das Büblein: »Im Katechismus steht, dass ihr ein Hirt seid und Schafe zu hüten habt. Darin sind wir einander gleich. Wir sind aber darin voneinander unterschieden, dass ihr ein Oberhirt seid und Reichtum und Ehre besitzt, und ich bin ein ganz armer Hirtenbube und habe von beiden nichts. Darum, so bitte ich euch, nehmet mich in eure Dienste und gebt mir Nahrung und Kleidung und tragt Obsorge für mich.« Das tat dann auch der Bischof, und aus dem armen Hirtenbüblein wurde später ein angesehener und hochstudierter Mann. Hey.